sehr guten 1-gegen-1-Situationen von Guda, Tankulic und Al-Hasameh. Und da ist der Anstoß und los geht's. Und die Mettner suchen die Konterchance. Und jetzt... Oh, ja, tiefer Ball auf Guda von rechts in die Mitte. Krüger ist da und Tor für den SV Meppen. Perfekter Konter des SV Meppen. Kleinhansen kommt nicht an den Ball. Guda flankt von rechts. Tja, und in der Mitte ist dann Guga nicht zu spät. Das ist ein Schock für den VfL. Ja, da hat Guda seine Schnelligkeit eingesetzt. Ja, Meppens Trainer hat sich gerade Lukas Krüger kurz an die Seitenlinie geholt. Scheinbar wollte er ihm signalisieren, dass er die Welle vorne festmachen soll, wenn sie denn bei ihm ankommen, mit dem Rücken zum Tor. Und da ist das Zuspiel von Tankulic auf Hemlein und 2:0 für den SV Meppen. Eiskalt gemacht, Körper zwischen Ball und Gegner gestellt und einfach mal eben über die Linie geschoben. Christoph Hemlein, der zeigt ja Richtung Tribüne, da sitzt nämlich auch der Kapitän Thilo Leugers, der verletzte, am Kreuzband verletzte Kapitän, wahrscheinlich nicht nur er, sondern auch weitere Meppener. Er zeigt auf das Meppener Logo, freut sich Richtung Meppen-Fans. Das ist zu wenig in Sachen Tempo, in Sachen Direktspiel. Und trotzdem ist da jetzt die Chance und Felix Hiegel scheitert an Haßmann. Tolle Aktion des jungen Meppener Keepers, aber daraus muss Hiegel ein bisschen mehr machen. Jetzt ist der Halbzeitpfiff da von Lukas Behn. Mein Fazit, Dieter, du kannst mir gern widersprechen. Vollkommen verdiente Führung des SV Meppen. Ja, Kunze ist draußen, genau. Und Wuten. Ne? Heidorf für Wuten. Hiegel weiter über links, Opoku weiter über rechts. Und da ist der Ball im Tor. Und es ist Marc Heider. Das ist ja unglaublich. Das ist, Peter, du hast es ja beschrieben, ein wunderbar verwandelter direkter Freistoß von Marc Heider. Ah, zu schwach getreten, flach, leicht zu klären für den VfL. Kopfballchance und da ist der Ball im Tor. Das Kurtkammer, wie Uwe Seeler mit dem Rücken zum Tor. Schöner Ball, wieder Tankulic die Flanke reingeschlagen. 54. Minute, Tankulic bereitet vor, Puttkammer mit einem Bogenlampenkopfball. Christian Neidhardt hat das in der Pause gesagt, ist dann doch irgendwie auch noch ein Unterschiedsspieler, weil er sich aus Situationen noch rausmanövrieren kann. Orange Ballannahme von Klaas, super Pass, das ist Opoku und da macht er wieder das Tor nicht. Es ist aber auch, der Pass von Taffertshofer war nicht optimal. Klaas hat sich trotzdem damit behauptet. Das ist das Tor. Hiegel macht den Anschlusstreffer. Eko Poko. Kopfballversuch Guga nicht. Und dann im Nachschuss Felix Hiegel. Na Dieter, haben wir es doch. Haben wir es doch herbeigeredet. Diese Chance, eine Chance für Hiegel, der da einläuft in die Flanke von Heider. Da ist die Flanke auf Heider, aber der Kopfball kommt nicht gut genug. Den kann er vielleicht noch annehmen. Oh, da ist die Chance von Guganich, aufgelegt von Hiegel nach einem schönen Ball von Köhler in den Strafraum. Es soll nicht sein, gibt noch mal eine gelbe Karte für, ich glaube, das ist Puttkammer, ne? Das ist Schluss. So ist es, sagt Horst Friedlein immer. Der SV Meppen gewinnt Dieter. Hier 3:2. Der Titelverteidiger bleibt im Rennen, zieht ins Halbfinale des NFV-Pokals ein. Jetzt laufen sie auf die Fankurve zu. Mit diesem Jubel haben sie sich verdient, weil sie dieses Spiel besser eröffnet haben als der VfL. Für uns ist das hier oben die Gelegenheit, Dieter, vielleicht mal Danke zu sagen dafür, dass wir beide hier oben sitzen durften und das machen konnten, was wir als Einziges richtig gut können, über Fußball reden oder über Sport. Das war aber nur möglich, weil um uns herum hier ein fantastisches Team von NOZ Digital und weiteren Abteilungen des Hauses mit enormer Manpower und mit viel, viel Technik
dafür gesorgt hat, dass wir 90 Minuten Pokalderby übertragen konnten.